Überraschung! Es ist ja doch schon da, der Advent. Irgendwie kam er ganz überrascht und ich habe gar nicht damit gerechnet. Klar, ich habe gesehen, es werden Weihnachtsmärkte aufgebaut und im Oktober waren schon die ersten Lebkuchen und Spekulatius in den Läden. Klar, ich habe gespürt, irgendwas tut sich. Aber ich muss Ihnen gestehen, ich habe den Gedanken sehr zur Seite geschoben. Gestern war ich dann auf dem Weihnachtsmarkt der Werkstätten für Menschen mit Handicap und habe jedes Jahr vor der Corona-Krise meinen Adventskranz gekauft. Und vorgestern am Freitagmorgen bin ich schlaftrunken zur Frühschicht gegangen, die ich Ihnen gerne ans Herz lege, jeden Freitag im Advent bei uns in der Kirche St. Martin um 6 Uhr und danach gibt es gute Brötchen. Aber können wir dieses Jahr Advent feiern? Advent in einem von Krieg gebeutelten Europa? Advent mit den Bildern im Kopf aus der Ukraine von zerstörten Häusern und frierenden Menschen? Advent mit dem Wissen, dass Menschen in unserem Land nicht wissen, wie sie ihre Stromrechnung bezahlen sollen? Advent mit all dem, was uns an negativen Nachrichten gerade erreicht? Man kann nicht einfach, das ist meine Meinung, so weitermachen wie bisher. Ich gehöre ja zu der Generation, die das Glück hatte, und ich spreche bewusst vom Glück, noch von Zeitzeugen gehört zu haben, wie Weihnachten, wie Advent in den Kriegsjahren war. Und es war ganz anders gewesen. Und ich spüre, ich muss irgendwie eine Verbindung hinkriegen zwischen unserem Advent hier und dem, was in der Ukraine passiert. Zwischen unserem Advent hier und den Sorgen der Menschen, die sie begleiten und die vielleicht gar nicht so adventlich fühlen können, wie ich, wie Sie, wie der ein oder andere, der gerade zuschaut. Und ich habe gemerkt, es ist gar nicht so einfach. Ich kann nicht in meinem Hirn zwei Hälften haben. Die eine, die sich auf Advent freut und alles ausblendet, und die andere, die mitleidet. Advent bedeutet ja Ankunft. Advent bedeutet nicht nur, wir warten auf das liebe Christkindlein in der Krippe, das ist ja schon lange da. Advent bedeutet auch so ein Ausblick darauf, dass wir glauben, dass Jesus irgendwann wiederkommt, um diese Welt zu ihrem Ende zu führen. Hört sich ganz schön gruselig an, ist es aber gar nicht. Advent bedeutet im Endeffekt, ich warte darauf, dass ich meinem Gott begegne, dass ich ihm nahe sein werde und dass es mir gut geht. Advent kann auch bedeuten, ich denke mal, mein Leben von seinem Ziel her, von dem, was sein wird, wenn alles zu Ende ist. Advent kann bedeuten, die Perspektive zu wechseln, vielleicht die Frage zu stellen, wer war froh, dass es dich gab und wie kann ich Gott begegnen. Das soll jetzt nicht alles verdrängen, was wir gerade haben an Krieg und Ärger, es soll eher dazu einladen, das Ganze zusammenzubekommen. Wie kann das praktisch gehen? Ich habe für mich dieses Jahr beschlossen, dass ich meine Wohnung nicht komplett kuschelig weihnachtlich schmücken werde. Ich weiß, die Menschen in der Ukraine haben nichts davon. Aber es ist für mich der sichtbare Stachel im Fleisch, dass dieses Jahr manches anders ist. Es wird einen Adventskranz geben und heute Mittag baue ich meine Krippe auf. Natürlich erstmal mit wenigen Darstellern, weil noch warten wir auf Jesus. Vielleicht ist es auch eine Idee, wenn ich schon auf einen Weihnachtsmarkt gehe, wozu ich sie auch einlade, weil ich finde es sehr schön, mir kurz Zeit zu nehmen und mich mal in eine Kirche zu setzen. Vielleicht mal für die Menschen in der Ukraine ein Gebet zu sprechen, eine Kerze anzuzünden. Ich glaube schon, das hilft und sendet positive Energien und Zuwendungen. Und vielleicht ist es ja auch eine Idee zu sagen, ich tue dieses Jahr meine Weihnachtsgeschenke ein bisschen kleiner machen und spende dafür was, dass die Ukraine geschickt werden kann, warme Kleidung, Babynahrung, aber bitte solche Dinge, die wir auch hier weiterverwenden würden und nicht irgendeinen Schrott. Sie haben ja mitbekommen, es gibt überall Menschen, die Dinge dorthin fahren. Advent 2022 wird anders sein als die anderen. Und trotzdem hoffe ich, dass für Sie ein Hoffnungsschimmer spürbar wird. Und trotzdem hoffe ich, dass wir auch diesen Hoffnungsschimmer in irgendeiner Form an die Menschen weitergeben können, ja, denen es nicht so gut geht, die in der Ukraine leiden und die auch hier ganz viele Sorgen haben. Advent kann bedeuten, und damit möchte ich schließen,
dass ich eine Zuversicht teile. Dass ich die Zuversicht teile, dass Gott an unserer Welt teilnimmt, dass Gott ein Teil dieser Welt geworden ist und dass Gott diese Welt nicht ganz aus den Augen verloren hat. Und die Zuversicht, dass ich irgendwann Gott begegne, dass Jesus wiederkommt und dass dann alles, was bisher uneben war, eben wird. Dass dann alles, was bisher leidend war, nicht mehr leidend und dass Gott alles zu einem guten Ende führt. Aber bis er kommt, braucht er uns. Und so sind wir eingeladen, diese Zuversicht zu teilen, Licht und Wärme weiterzugeben, im Gebet, aber auch in der Tat. Ich wünsche Ihnen und mir einen schönen Advent und bleiben Sie behütet und gesegnet. Und so segne und behüte euch und alle, die ihr gerne habt, der liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.